Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Excel. Nun, das letzte Mal haben wir eine Tabelle erzeugt, hat so ausgesehen wie hier dargestellt. Manchmal sieht es nicht so aus, ich habe es letzte schon mal gesagt, da oben kann man auf alle Fälle diese Ribbons umschalten. Kann sein, dass man da eben nicht auf einen Ribbon ist, welches entsprechend das Startribbon, was wir hauptsächlich verwenden. Manchmal sieht es aber auch ganz anders aus. Es kann nämlich sein, dass da drüben auf diesem Menüband Anzeigeoptionen kann man was anderes einstellen. Und zwar zum Beispiel kann es sein, dass auf nur Registerkarten Anzeigen gestellt ist, dann schaut das so aus. Dann sieht man da oben nur diese Texte der Ribbons, nur die Registerkarten der Ribbons. Da muss man zuerst einmal draufdrucken, dann wird das eingeblendet, dieses Ribbon. Wenn man irgendwo anders hindruckt, ist es wieder aus. Ja? Kann passieren. Ja? Dann gibt es noch die Möglichkeit Vollbildmodus, dann schaut das so aus, dann sieht man überhaupt nichts mehr, dann sieht man nur die Dings, ja, die Tabelle, aber sonst nichts. Also, mag sein, dass Leute so arbeiten. Wie komme ich wieder retour? Da gibt es da rechts oben diese drei Pünktchen, ja, und auf diesen drei Pünktchen kann man das wieder einholen. Ja. Ich mache es meistens so, Menüband immer anzeigen. Ich habe auch keinen 16:9 Monitor, ich habe einen 16:10 Monitor und deswegen stört mich dieses Menüband nicht. Das habe ich extra deswegen so gemacht. Ja, also nur, falls das irgendwie anders ausschaut, das wäre der Grund vermutlich. Gut, also das ist unsere Tabelle. Ja. Da haben wir gesagt, okay, jetzt wird das Bremsfeld teurer, alles wird teurer, alles wird teurer, 14. Und jetzt müsste ich da hinten ja A1 runter. Jetzt muss ich ja den Kopf nachrechnen. Das gibt's ja nicht. Ich meine, hallo, da unten steht der Computer. Computer, der rechnet, ja, der wird euch das da rechnen. Ja. Wie gebe ich das jetzt ein? Wie gebe ich das jetzt ein? Ich lösche das, mit Entfernen kann man den Inhalt der Zelle löschen. Eine Formel. Ich brauche eine Formel. Ja, und eine Formel beginnt mit einem ist gleich. Ja, ich weise praktisch etwas zu, das mache ich mit dem ist gleich Symbol. Ja, und dann nehme ich den Namen der Zelle. Ja, und der Name der Zelle ist, ich möchte, was möchte ich denn eigentlich machen? C minus B. Ja, das muss der Gewinn sein. Also C, 2, ja, schau, das wird schon blau, wird auch blau eingekastelt, sehen wir, ja, minus B2, wird sehr schön hervorgehoben von Excel, ja. Okay, das ist jetzt die Formel, Enter, 1. Jetzt wird dieser Wert berechnet und sobald ich den Verkaufspreis erhöhe und ich bin ein Wucherer, ich gehe 20, ja, wir sehen, das wird automatisch abgedatet. Super, oder? Das mache ich gleich da auch. Eine andere Möglichkeit nämlich ist, eine schnellere, dass man nicht immer C irgendwas eintippen muss, das ist gleich, tippen wir ein und dann drücken wir einfach hier in die Zelle, die wir jetzt dort einfügen wollen, ist C3, ja, minus der. Das geht auch, indem ich einfach die Zellen auswähle. Cool, ha? 25. Jawohl. Jetzt werden die Bremsbackel werden billiger. Dann mache ich schon 40 Gewinn. Ja. Was haben wir noch? Bremssattel. Bremssattel, der wird teuer sein. Gute Qualität. Verkaufspreis. Na, da heule drauf. Lackieren die von mir aus. Rot mit grünen Punkten. So, jetzt möchte ich genau diese Formel, die da oben drinnen steht, möchte ich hier ja ebenfalls haben. Ne? Jetzt haben wir schon gesehen, da habe ich es eingetippt, da habe ich es nachher zusammengeklickt. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das irgendwie, wenn ich immer wieder das Gleiche haben möchte, dass ich das irgendwie automatisch ausfüllen kann? Ja, gibt es. Und zwar kann ich da rechts unten bei der Zelle, da ist so ein kleines Knopfchen. Ich weiß jetzt nicht, wie das wirklich heißt. Also etwas Kleines zum Angreifen ist ein Knopsi. Das ist ein Knopsi.
Ja, rechts unten ist ein Knopsi. Wenn wir drauf fahren, sehen wir auch, dass sich unser Mauszeiger entsprechend verändert zu einem dünneren Fadengrad. Das ist nichts. Ja. Wenn ich da am Rand bin, kann ich die Zelle verschieben. Ja. Das will ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Ich möchte diese Zelle, nur die Formel dieser Zelle nach unten ziehen. Und das mache ich am Knopsi, indem ich das Knopsi jetzt anklicke, nicht loslasse, nach unten ziehe und loslasse. Schau, das ist jetzt schon 50. Und das stimmt. Also, C4-Bfit, der hat das automatisch ausgebessert. Wenn ich da oben reinklicke, der hat automatisch aus C3 C4 gemacht und automatisch von B3 B4 gemacht. Wie hat er das gemacht? Ganz einfach. Indem ich nach unten gezogen habe, werden alle Zeilennummern, die da drinnen vorkommen, um eins erhöht. Wenn ich da einen Blödsinn drin hätte, zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe da B2 erinnern, ich ziehe das Falsche ab, ziehe das nach unten, ja, ist da auch ein Blödsinn drin, dann habe ich immer diese Schräge erinnern. Das ist natürlich ein Blödsinn, ne? Aber ich würde nur zeigen, diese Funktion. Also einfach, wenn ich nach unten ziehe, wird die Zeile erhöht, wenn ich nach rechts ziehe, wird die Spalte erhöht. Ja, also wenn ich das da jetzt nach rechts ziehe zum Beispiel, ja, warte, ziehen wir zuerst einmal das nach unten, dann haben wir überall wieder das korrekte erinnern. Ja? Und wenn ich das nach rechts ziehe, habe ich minus 60. Warum habe ich minus 60? Weil jetzt plötzlich D von C abgezogen wird, weil sie die Spalten mitgezogen haben. Okay? Also so funktioniert das mit diesem Knopsi. Ja? Und da kann ich dann verschiedenste Sachen. Was brauchen wir noch? Bremsleitung. Bremsleitung wird nicht so teuer sein, nehme ich an. 40, ja, was haben wir noch? Bremslicht. Was haben wir da? Bremslicht, also das großen 5. Das verkaufe ich. 15. Heute drauf, 25 bitte. Bremslicht ist wichtig. Runterziehen, zack, alles gut. Okay? Und dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, ich verkaufe vielleicht nicht nur ein Bremsseil, ich verkaufe oder Bremslicht, will ich vielleicht gleich zwei verkaufen und so weiter. Da kann ich zum Beispiel eine neue Spalte anlegen mit Stück. Ja? Und dann mache ich Gesamtgewinn. Gut. Und da sage ich, der Gesamtgewinn ist gleich der Gewinn mal den Stücken. Mal ist ein Sternl. Ja? Also Plus ist ein Plus, Minus ist ein Minus, mal ist ein Sternl und dividiert wäre so ein Schrägstrich. Ja? Mal Stück. Enter. Null. Gesamtgewinn 0. Ja? Also, okay, ich habe verkauft. Zwei Bremslichter habe ich verkauft. Bremsleitern habe ich keine verkauft. Einen Bremssattel, weil der war kaputt. Dafür habe ich 4 Bremsbacken. Ja. So, also das ist mein Gesamtgewinn. Jetzt möchte ich dann vielleicht noch eine Summe machen. Ja. Natürlich wissen wir schon, wie das geht. Das ist gleich. Und da sage ich, das plus das plus das plus das plus das. Eingabe. 250 Euro. Ich habe mit diesem Geschäft 250 Euro Gewinn gemacht. Heute gehen wir essen. Fein essen. Jawohl. Ja, also, ich gehe nicht essen. Das ist ein virtueller Gewinn. Schade eigentlich. Aber egal. Die Bremssättel werden jetzt unverschämt teuer. 250. Ui je, ich habe minus 75, ich müsste den Preis anpassen. Also wir sehen, das rechnet eigentlich ja immer richtig, aber wenn wir ins Negative fallen. Gut. Ja, das letzte, was ich hier gemacht habe, das letzte hier, diese Summenbildung mit das plus das plus das plus das plus das, das geht besser. Ja, da gibt es eingebaute Funktionen auch. Also das ist einmal prinzipiell so, wie das funktioniert. Tabellenkalkulation, ja, wie man da was eingeben kann und so weiter. Und das nächste Mal schauen wir uns an, wie man zu sogenannten eingebauten Funktionen kommt. Okay.
nächstes Mal ein Beispiel der Summenfunktion. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.